Mehr Wachen. Die Pferde. Ja, die sehen mich natürlich vorher, ne? Unmöglich! Ja, ich mache auch kurz den Prozess mit euch. Überredet. Ja, cool daneben geschlagen, Cassandra. Verabschiede dich von deinem Kopf! Wir hatten da noch volles Leben. Der da. Oh, nerv nicht, Junge. Achso, du bist ein Dörfling. Bleib zurück! Ich schieß! Selber schuld. Noch mehr? Oh mein Gott. Wirklich? Wie ist der noch nicht tot? Drei Pfeile in den Kopf, nicht tödlich. Ein Schwerschlag in die Luft, tödlich. Gut, dass wir darüber geredet haben. Was Betäubungspfeile ausgerüstet? Habe ich das? Oh, habe ich. Warum habe ich keine Pfeile hiervon mehr? Kann ich keine herstellen? Pfeile. Achso, die kann man nicht Auto herstellen. Das ist ja beruhigend. So. Das heißt, ich hätte gern die da. Ich hätte gern das Schwert. Gut. Du kannst nur die normalen automatisch herstellen. Ja, das ist ja beruhigend. Tutto? Ich kenne keinen Tutto. Söldling, du warst siegreich. Danke, Cassandra. Ich wusste, dass sie kommen würden, aber nicht so bald. Wir müssen unseren Plan umsetzen. Sag mir, was zu tun ist. Wir brauchen Schiffe, um die Ägäis zu überqueren. Die Schiffe, mit denen wir kamen, wurden uns bei unserer Ankunft in Bura vom Vorarbeiter des Hafens abgenommen. Vielleicht lässt sich mit dem Vorarbeiter verhandeln. Ich verhandle mal mit dem. Jetzt habe ich Zeit, um euch zu helfen. Dann sollten wir dich in Sachen Vorarbeiter auf den neuesten Stand bringen. Ich höre. Ein komischer Kauz. Gerüchten zufolge sucht er häufig eine Taverne in Pelene auf und trinkt, als wollte er unentwegt die Onyssos ehren. Angeblich ist er auf Söldner nicht gut zu sprechen. Ich kann Menschen für mich gewinnen. Ich bin sicher, du hast da deine Methoden. Ja, meine Hüften. Meine Tochter, sie hat das Wasser immer geliebt. Als Mädchen wollte sie immer ans Ruder, wenn wir aufs Meer hinausfuhren. Als sie älter wurde. Ich frage mich immer noch, ob sie je zurückkommen wird. Nee, ich bin unschuldig. Das ist Cassandra selber. Es gibt doch einen Grund, warum du mir von deiner Tochter erzählst. Ach, meine Fila. Jetzt ist sie Schiffsführerin der Skylla. Deine Tochter ist der Orkan? Ich habe seit Jahren nichts von ihr gehört. Ich habe sie zu sehr bedrängt, zu weit getrieben. Und jetzt bleibt sie vielleicht für immer fort. Es muss wehtun, zu erfahren, was aus ihr geworden ist. Sie ist zu weit gegangen.
Sie hat zu viel Leid gebracht. Wir haben keine Zeit, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Orontas braucht unsere Hilfe. Ich gehe nach Pelene und mache mich nützlich. Chere, Cassandra. Wie machst du dich nützlich? Hast du ein Boot? Ich sollte nach Pelene. Lalalala. Okay, was machen wir als nächstes hier? 600 Meter, schon. Wo bist du? Da unten. Da ist doch bestimmt. Naja, fast. Echt mal, es herrscht überall Frieden, wo ich bin. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ach so, jetzt kommen wir hier von der anderen Seite angerochen, ne? Du bist tot. Du bist tot. Du bist bald tot. Cassandra ist der wandelnde Tod, aber sie ist keine Mörderin. Das ist ein Unterschied. Ich meine, wir reden doch immer davon, dass sie eine Göttin ist. Vielleicht ist sie einfach eine Gesandte des Hades. Schon mal so nachgedacht? Vielleicht ist sie unterwegs in göttlicher Mission, weil, weiß ich nicht. Thanatos hat seine Sense irgendwo verlegt oder so. Könnte ja sein. Ich habe gehört, du bist voll gut auf Dings zu sprechen, auf Söldner. Der Wein! Hier ist der Mann, den wir suchen, Söldling. Jere, Jere, mein Freund! Dich kenne ich doch. Ich habe dir deine Schiffe abgenommen, oder? Im Hafen! Wir sind hier, um die Schiffe zurückzuholen. Warum, hätte ich fast gefragt. Aber dann fiel mir wieder ein, das kratzt mich nicht. Weil du ein Söldling bist. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, mein Freund. Trinken wir, aber ohne den Söldling. Und du, stich in See. Oh, stimmt ja. Das kannst du nicht. Vielleicht ist es leichter, dich und deine Mannschaft abzumurksen und uns die Schiffe einfach zu nehmen. Siehst du, deinesgleichen dürstet ständig nach Blut. Oh, komm, jetzt wieder Moralpredigt. Das ist nicht immer die Lösung, Söldner. Oh mein Gott. Deshalb hasse ich Söldner. Sie glauben, alles ließe sich mit Gewalt lösen. Ich bin immer noch hier. Schön, beruhige dich. Wenn wir uns einigen wollen, müssen wir es tun wie zivilisierte Menschen. Also, was schlägst du vor? Dir zu helfen würde mich mehr als meinen linken Arm kosten. Wenn ich es wagen soll, den Zorn des Orkans zu wecken, müsste schon ordentlich was für mich rausspringen. Angeblich gibt es in der Schiffswrackbucht nicht weit von hier Schätze zu finden. Und Drachmen brauche ich immer, wenn du verstehst. Mit Drachmen kann man Wein kaufen. Nein. Was? Hier sind die Drachmen. Das reicht nicht. Du solltest über einen Berufswechsel nachdenken, wenn das alles ist, was du hast, Söldnerin. Ich werde mich in der Schiffswrackbucht nach diesen Schätzen umsehen. Denk dran, Söldling. Ich nehme kein Müll. Keine Holde, süße. Gefunden. Aber warum folgen wir zwei Personen? Da ist es. Gehen wir die doch mal befragen. Herakles Spielfigur. Was? Für deinen Kopf.
Ja, er nimmt keinen Müll, ich merke das schon. Jetzt nicht mehr. Oh, guck mal, Drachmen. Wie praktisch. Danach habe ich gesucht. Oh mein Gott, macht er das jetzt alle 5 Meter oder was? Leck mich doch fett, ey. Jupp, er macht es alle 5 Meter. Leck mich am Arsch, ey. Gefunden. Ich bin da. Und vielleicht dann noch da drin gucken. Weil es vollkommen obvious ist, dass es da drin ist. Halt die fucking Klappe hier. Ich hab echt keine Zeit für eure... Hallo? Cassandra? Dankeschön. Was ich alles wert, ey. Klar, der lebt noch. Wo ist der hin? Oh, was bist du denn für eine Pussy? Cassandra. Oh, hab ich deinen Pfeil pariert? So aufgescheucht. Was ist los hier? Hat sich das nicht gerade schon aufgedeckt? Da ist es. Anscheinend nicht. Ja, die Mission ist richtig gut. Also so richtig gut. Als ob ich jetzt mit Haien spielen würde. Willst du mich veräppeln? Eieiei. So, haben wir das schon mal. Out of range? Ich bin angelockt. Kopfschuss, wie auch immer. Es war nicht mal in seine Richtung. Also der Pfeil ist dann so durchs Wasser gegangen und ist dann so runter und, ne? Hat dann so den Hai getroffen. Das war weird. Hey, isst den Keks. Dahin, okay. Die
Quest ist echt nervig. Oh mein Gott, ich hätte mir so ein kleines Bötchen klauen sollen. Beim Paddeln war halt. Ich fand's einfach interessant, dass da halt extra stand, Hauptschuss beim Hai. Ist denn noch ein Hai? Ich will echt nicht gegen Haie fighten. Haie sind nervig. Oh, please. Das sollte reichen. Ach, das sollte... Wieso habe ich so viel aufgedeckt, wenn das schon reicht? Wirklich? Okay. Das macht halt auch so gar keinen Sinn. Weil die Quest einfach kacke ist. Icarus wollte angeben. Ja, das lasse ich durch. Ich habe echt keinen Nerv auf diesen Söldner. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Was ich mach, ich dachte mir noch so, hey, wenn du, ne, Numero Uno Söldner bist, hast du vor denen Ruhe. Nö. Dann drehen die ja jetzt richtig auf. Das ist richtig, was? Moment, du hattest Spaß mit deinem Telefon, weil dich der Hund anruft? Bist du Nummer 1 bei Söldner? Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Nummer 1 bin. Oh, bin ich nicht? Einer ist über mir. Okay. Wann hat denn der das gemacht? Ach, es gibt jetzt S-Ringe? Oh mein Gott, wirklich? Gucken wir uns den an. Möwen. Spannend. Moment, der Hund hat sich bei deinen Eltern aufs Telefon gelegt und hat dich damit angerufen. Ja, ist doch super. Dann kannst du den Hund direkt in ein Callcenter schicken. Kann der direkt einen Nebenjob machen. Verdient er sich sein Geld, sein Futter jetzt selber. Ist doch super. Du bist zurück? Hast du die Schätze, die ich will? Ich habe in der Schiffswrackbucht etwas gefunden. Famos! Gleich her damit! Das sollte reichen. Abgemacht ist abgemacht. Ich stehe zu meinem Wort. Nur ein Malakas ohne Ehre bricht einen Eid. Ihr kriegt eure Schiffe zurück. Aber viel Glück dabei, am Orkan vorbeizukommen. Seht euch nur die ganzen Wracks da draußen an. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Wirklich? Der hat uns Wracks zurückgegeben? Dank dir, Söldling, haben wir, was wir brauchen. Jetzt müssen wir... Orontas, Cassandra! Oh, was wollt ihr schon wieder? Aufs Maul? Es muss kein Blut vergossen werden. Ich muss euch nur bitten, unauffällig zu sein. Die Befreiung der Gestrandeten hat den Orkan verärgert. Es muss nur jemand die Verantwortung dafür übernehmen. Dann wird keinem etwas geschehen. Dann nimm mich. Sie haben nichts damit zu tun. Ich bin es, nach dem du suchst. Und wir opfern ASMR-Guy für... Wir haben genug getan. Es gibt keinen Grund für eine weitere Eskalation. Versprich mir, dass du unseren Plan in die Tat umsetzen wirst. Warum nehmen wir nicht die Mutter? Das wird viel mehr Sinn machen. Aber hey, Sinn.
Das war weird. Ist sie für all das verantwortlich? So viel Zerstörung, so viel Unglück. Ein schmerzhafter Anblick. Als wäre sie gar nicht mehr die, die ich kenne. Es wird noch blöder. Cool. Es gibt keine Rettung mehr für den Orkan. Sieh dir an, was sie Achaea und dir angetan hat. Eltern glauben stets an ihre Kinder, wie töricht es auch sein mag. Ich hätte sie aufhalten sollen, damals, als sie den Orden beitrat. Ja, das hätte ich. Wenn die Zeit kommt, dich dem Orkan zu stellen, meiner Fehler. Was wirst du dann tun, Cassandra? Ich mach schnell. Es tut mir leid, Kletter. Sie muss aufgehalten werden. Ich war so stolz auf sie. Ich glaube, ich habe ihr das nie gesagt. Es gibt so viele Dinge, die ich ihr gerne gesagt hätte. Ich sollte den anderen helfen. Wir treffen uns in Patri, sobald wir bereit sind. Danke, Cassandra, für alles. Warum ich die nicht direkt töte? Ganz einfach, ich weiß nicht, wo die ist. Siehst du? Das hier ist die Dame. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Von daher kann ich sie nicht aufdenken. Du siehst das Problem? Ich meine, dass sie auf dem Schiff rumschippert, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber... Uff. Achso, das sind die anderen Zweige, ja. Die interessieren mich gerade ehrlich gesagt nicht. Theater und Spionage, wo ist die? Da hinten. Wird das wo? Oh, hier wieder. Ach, die sind nachher alle in der City. Ja, das soll... Das ist... Achso, ja. Klar ist das eine Nebenquest, okay. Darf ich dir einen Tipp geben? Welchen? Welche Quest bringt mich schneller ans Ziel? Hau raus. Oder muss ich wieder sinnlos Money farmen? Ich weiß nicht mal, was ich hier gemacht habe. Ist ja nicht mal meine Quest. War auf jeden Fall die Nebenquest für die Waffe, für dein Schiff. Ich werde jetzt erstmal nur die Main Quest verfolgen und wenn ich dann merke, oh lol, das geht gar nicht, dann mache ich die Nebenquest. Aber ich will es zumindest einmal so probieren. Warum ist die im Schiff? Das ist ja ein interessanter Ort. Aber hier ist er noch gar nicht fertig. Bereitest du dich auf etwas vor? Gut, da bist du ja endlich. Du sagtest, dass etwas Großes in Achaea geschehen würde. Ich habe gehört, dass der Baumeister des Orkans eine neue Waffe entwickelt. Eine neue Waffe? Das verheißt nichts Gutes. Er versucht, aus Achaea zu fliehen. Wenn er wirklich fliehen will, können wir ihn vielleicht überzeugen, uns zu helfen, den Orkan zu besiegen. Er nimmt an dem Schiffbausymposion im Amphitheater hier in Achaea teil. Okay. Ich kann sofort zum Amphitheater gehen. Es scheint eine Diskussion über einen Plan zu geben. Eine Geheimwaffe für den Orkan. Der Baumeister sollte mehr darüber wissen. Klingt nicht schwer. Ihre Parole lautet, ich bin Poseidons Günstling. Klar. Der Baumeister ist unter den Teilnehmern. Suche ihn auf. Okay. Ich gehe gleich zum Amphitheater und suche den Baumeister. Dann tun wir das doch. Wie war das? Ich bin Poseidons Mörderin, ne? Günstling. Der Baumeister ist hier.
Aber ich weiß nicht genau, wer es ist. Sollte nicht so schwer sein. Die Parole lautet, ich bin Poseidons Günstling. Ja, besonders mit dem Akzent. Ganz wichtig. Ich bin keine Mörderin, sollte. Das ist eine super Parole. Hallo. Ich bin Poseidons Günstling. Ah, wer schickt dich? Zu deinem Glück schickten mich die Götter, um deine Probleme zu lösen. Ich habe gehört, du möchtest aus Achaea fliehen. Ah, ich weiß nichts von Göttern, aber deine Spione scheint recht gut informiert zu sein. Ja, recht gut. Das sind ja auch die Götter. Wenn der Orkan dich geschickt hätte, wäre ich jetzt schon tot. Ich muss sie besiegen. Mit dieser Waffe, von der ich gehört habe. Der Odin der Chimäre. Meine größte Schöpfung, aber auch die, die ich am meisten bereue. Ich ging, bevor sie mich zwingen konnten, sie fertigzustellen. Ohne meine Hilfe wird sie nie so funktionieren wie geplant. Ist das hier rein zufällig, die Quest? Du riskierst viel, wenn du mir deine Geheimnisse anvertraust. Also die für die Waffe? Nein. Ich vertraue darauf, dass du den Orkan für mich vernichtest. Beschaffe dir die Pläne. Und ich kann den Odem der Chimäre an deinem Schiff anbringen. Okay, das ist die. Damit kannst du ihre gesamte Flotte vernichten. Ich muss diesen Fehler wieder gut machen. Die Adrastea ist eines der besten Schiffe, die es je gab. Sie braucht keine zusätzliche Bewaffnung. Gegen den Orkan? Darauf kann man nicht gut genug vorbereitet sein. Also, wo finde ich die Pläne? Der Befehlshaber der Flotte des Orkans hat sie. Er nimmt an der Seeblockade teil. Während du fort bist, mache ich mich an die Arbeit. Die Pläne sind so kodiert, dass nur ich sie lesen kann. Selbst wenn wir sie haben, wird es eine Weile dauern. Ich treffe dich hier, wenn ich fertig bin. Höchner Schiffskombat? Gut, ich frage mich, wie wir die Blockade durchbrechen wollen. Zu Fuß? Darum kümmere ich. Fucking Ninja, Digga. Der Alte ist nicht schlecht. Ich mag den Alten. Ich meine, sein Sohn ist halt scheiße. Alle NPCs sind scheiße. ASMR geil, lasse ich mir noch so gerade durchgehen. Söldner wie du sind hier nicht erwünscht. Ja, ich gehe schon wieder. Niemand sieht mich. Auch das Rascheln im Gebüsch ist vollkommen zufällig. Oh, das ist bestimmt wieder so ein Ding, wo ich mitten durch muss wetten. Weil hier auf der Seite kein Eingang ist. Upp. Zivilist? Nicht? Natürlich ist hier kein Eingang. Warum sollte hier auch ein Eingang sein? Jeder weiß direkt, dass ich ein Söldner bin. Ähm,
Warum sind die auf der Jagd? Ach komm, wie er sich random umdreht. Waffenpläne für den Odem der Chimäre. Jetzt zurück zum Amphitheater. Wie er sich halt einfach random umdreht. Ich liebe sowas. Okay.